In Videos spielt die Stimme eine ganz besondere zentrale Rolle. Und auf was es ganz besonders ankommt, will ich dir in diesem Video hörbar machen. Vielleicht kennst du das selbst beim Anschauen von Videos oder in unserer Diktion beim Anhören von Videos, dass die Stimmen oft zu sachlich klingen, zu neutral klingen, uns persönlich zu wenig ansprechen und wir dadurch ja irgendwie nicht so richtig motiviert sind zuzuhören, weil wir persönlich nicht angesprochen sind. Ein gutes Beispiel hat mir vor kurzem in diesem Sinne ein Training für einen meiner Kunden geliefert, ein international agierendes Softwareunternehmen. Die Techniker, die ITler, die ich trainiert hatte, für ihren Auftritt vor der Kamera in englischer Sprache, die waren hochsachkundig, aber natürlich sehr technisch orientiert. Und die Beispiele, die ich gesehen hatte, die klangen sehr, sehr neutral und unpersönlich. Und das motiviert nicht wirklich zum längeren Zuhören bei den Schulungsvideos und macht die Vermittlung der Inhalte dadurch ausgesprochen schwierig. Zwei Praxistipps. Tipp Nummer eins, stell dir, bevor du dich vor die Kamera hinstellst oder hinsetzt, stell dir eine ganz konkrete Person vor, zu der du gleich sprechen wirst. Wer sich mit Marketing ein bisschen näher beschäftigt, der kennt diesen Begriff der Personas, die man im Marketing heute verwendet. Also du suchst dir eine ganz konkrete Person heraus aus deinem Kundenkreis oder aus deinem Zuseherkreis, am besten mit einem Gesicht, mit einem Namen, Mann oder Frau, mit einer beruflichen Historie, mit persönlichen Vorlieben, vielleicht jemanden, den du persönlich kennst, und stellst dir diese Person vor, um mit ihr zu sprechen, wenn du das Video aufnimmst. Die Regel aus der angewandten Rhetorik heißt, ganz einfach gesagt, sprich nicht zu Leuten, wenn du vor der Kamera stehst, sondern spreche mit einem einzelnen Menschen, mit einer Person, und deine Stimme wird es dir danken, du wirst dadurch sehr nahbar klingen, viel herzlicher klingen und deine Stimme wird einen viel wärmeren Ausdruck haben. Mein zweiter Tipp heute bezieht sich auf die akustische Distanz zu deinen Zuhörern oder zu deinem Zuhörer. Oft ist bei der Aufnahme die Kamera weiter entfernt, als es ein Gesprächspartner in einem Gespräch über ein Thema wäre. Überleg dir ganz kurz, wenn du jetzt über dein Thema mit jemandem sprichst, du sitzt am Tisch und diskutierst mit jemandem, wie weit ist denn der andere entfernt? Naja, vielleicht einen Meter. Die Kamera ist aber von uns durchaus öfter etwas weiter entfernt. Das Auge bestimmt unsere Handlungen in hohem Ausmaß, also dirigiert das Auge auch den Klang der Stimme. Und dadurch ist das Bemühen beim Aufnehmen von Videos oft lauter zu sprechen, als es wirklich nötig wäre. Stell dir also vor, wie nah ist ein Mensch, mit dem du in direkten Kontakt treten willst, und stelle deine Sprechweise darauf ab. Welche Distanzen stellst du dir vor, wenn du in die Kamera sprichst? Schreib mir es doch einfach in die Kommentare, und vielleicht hast du die eine oder andere Frage zu diesem großen Themenkreis Ausdruck deiner Stimme vor der Kamera. Schreib mir es in die Kommentare, schreib mir deine Fragen. Ich gebe dir gerne auch in einem nächsten Video antworten darauf. Arno Fischbacher ist mein Name, Wirtschaftsstimmcoach ist mein Beruf, und ich lebe dafür, ich brenne dafür, Menschen zu ermöglichen, die Macht ihrer Stimme noch wirkungsvoller zur Geltung zu bringen. Denn, du weißt es ja vielleicht, die Stimme wirkt. Voice sells.